enorm wichtig, muss man sagen. Für die Stadt ist natürlich der absolut größte Arbeitgeber hier für viele Menschen, die auch dann bei Bayer arbeiten. Für den Verein muss man auch sagen, dass es wahrscheinlich den Verein so nicht geben würde, wenn Bayer nicht so viel unterstützt hätte. Und deswegen glaube ich, ist es für Leverkusen ist Bayer immer noch allerwichtigste. Das Wahrzeichen der Stadt Leverkusen ist auch das Bayerkreuz, das große Bayerkreuz am Werk. Und von daher, das symbolisiert schon ganz gut, wie wichtig Bayer für die Stadt, aber auch also für die Menschen, als auch für den Verein hier ist. Das hängt natürlich mit dem Eigentümer der Bayer AG zusammen, dass die Stadt natürlich geprägt ist auch von dem Werk, von wo, glaube ich, über 50.000 Menschen arbeiten. Und es ist natürlich schon früh war, dass das Werk oder die Bayer AG einfach auch Fußball unterstützt hat und in den letzten 20 Jahren einfach auch Richtung Spitzenfußball unterstützt hat. Und so kommt es, dass wir zwar eine kleine Stadt sind, aber trotzdem Top-Fußball anbieten können hier. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass es nicht nur ist, dass die Bayer AG da massiv Geld investiert, sondern dass es auch sehr effizient eingesetzt wird. Och i den fotbollstäta regionen Nordrhein-Westfalen har Bayer Leverkusen varit ett föredöme i jämförelse med rivaliserande klubbar i de betydligt större städerna Köln, Düsseldorf och Mönchengladbach. Tendenziell erstmal einfacher, wenn man alleine wäre und mehr sozusagen Zuschauer von natürlichen Zulauf hat und klar sagen, okay, wir haben ja, es gibt keine andere Fußballstadt hier, also gehen wir nach Leverkusen. Auf der anderen Seite ist so ein Konkurrenzkampf natürlich auch sehr, kann eine sehr große Dynamik reinbringen, dass alle versuchen natürlich besser zu sein als der andere, dass die Zuschauer zu einem kommen und nicht zum anderen gehen. Und ich glaube, dieser Konkurrenzkampf ist durchaus förderlich auch, als wenn man da irgendwo in der Provinz ist und sagt, ach, man hat ja sowieso keinen Konkurrenten. Ich glaube, dass Bayer sich immer natürlich auch ein bisschen beweisen musste als kleinere Stadt und das dazu geführt hat, dass sag mal, recht früh auch schon sehr professionelle Strukturen im Verein waren. Und man versucht hat, über diese Schiene immer den anderen ein bisschen ein Stück voraus zu sein. Företaget, klubben och staden går alltså hand i hand. Men hur ser man på Bayer Leverkusen i resten av Tyskland? En klubb som lever på företagets pengar. Es ist kein Geheimnis, dass die Bayer AG, also die Firma, pro Saison 25 Millionen Euro für die Lizenzspielabteilung bereithält. Das Geld ist natürlich sehr wichtig für den Verein in den letzten Jahren. Aber es ist auch nicht mehr die Förderung, die zum Beispiel ein VfL Wolfsburg genießt, die ungleich höheres Geld von dem Unternehmen VW bekommen. Man hat eigentlich Leverkusen und Wolfsburg stillschweigend akzeptiert in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, oder Leverkusen in den letzten 30 Jahren. Ein großes Thema in Deutschland ist momentan das Engagement von Red Bull in Leipzig. Das ist ein, oder auch von Dietmar Hopp in Hoffenheim. Das sind halt Sachen, vor allem auch jetzt das Leipziger Projekt, was viele Leute, Fußballromantiker, stört. Also Bayer Leverkusen ist eigentlich dafür bekannt, dass sie eine sehr gute Scouting-Abteilung haben und das schon seit Jahrzehnten. Man muss dann nur anfangen, Anfang der 90er Jahre haben sie halt die besten, als erste Mannschaft überhaupt, als erster Verein überhaupt, die besten Spieler aus dem östlichen Teil, aus der ehemaligen DDR geholt. Dann ging es weiter, dass Bayer Leverkusen eine sehr gute Beziehung hat nach Brasilien, auch durch den Ex-Manager Rainer Kallmund, der wiederum gute Beziehung zum Agenten Juan Fieger hatte. Da kamen dann Spieler wie Lucio, Seroberto, Emerson nach Leverkusen, aber auch weiterhin gute deutsche junge Spieler wie damals Michael Ballack. Dann aber auch, möchte ich noch erwähnen, Dimitar Berbatov, der dann auch kam. Also man kann fast sagen, in den letzten 20 Jahren hat fast eine Weltauswahl in Leverkusen gespielt. Also man hat oftmals eine gute Fähigkeit gehabt, die Spieler sehr jung zu binden oder nach Leverkusen zu holen und sie dafür dann viel, viel Geld weiter zu verkaufen. Ett av de tydligaste exemplen på Bayer Leverkusens ungdomssatsning är den nyblivne landslagsmannen Karim Bellarabi. Ja, ich war damals ja noch sehr jung. Ich war damals 18 und ja, Leverkusen war auch bekannt für die gute Arbeit mit den jungen Spielern und ja, von daher waren die Gespräche auch sehr gut und dann hatte ich einfach auch ein gutes Gefühl und deswegen habe ich mich dann für Leverkusen entschieden. Ich freue mich natürlich, dass es zurzeit so gut für mich läuft. Mein Ziel war es, mich bei Leverkusen festzuspielen und ja, hier auch meinen Stammplatz zu erobern und wollte natürlich auch den Schritt dann irgendwann zur Nationalmannschaft machen. Dass es dann so schnell geklappt hat, hätte ich persönlich auch nicht erwartet und umso mehr freue ich mich darüber. Wir wollen, wie gesagt, so viele Punkte holen wie möglich und wir sind in der Champions League jetzt ziemlich weit gekommen jetzt schon und wollen natürlich da auch noch weiterkommen und ja, den DFB-Pokal auch und
Ja, wir sind in jedem Turnier dabei, wir sind in der Bundesliga auch jetzt dritter Platz und wollen natürlich jetzt insgesamt so viele Punkte sammeln wie möglich und uns da auch persönlich dann auch weiterentwickeln. Precis som Bellarabi tror lagkapten Simon Rolfes på en ljus framtid för klubben. Detta trots att han, efter 10 år i Leverkusen, lägger skorna på hyllan till sommaren. Ich glaube, dass sie weiterhin in der Bundesliga-Spitzengruppe vertreten sind. Wir haben jetzt auch wieder viele junge Spieler in unserer Mannschaft, die das Potenzial haben, sich auch noch weiterzuentwickeln. Das ist ja auch ein Markenzeichen von Bayern 04, dass immer wieder gute junge Spieler von hier auch den Sprung zu anderen auch absoluten Top-Clubs geschafft haben. Und ich glaube, dass es weiterhin das Markenzeichen bleibt, in der Bundesliga-Spitze dabei zu sein und junge Spieler auch rausbringen zu können.